Jawohl, meine lieben Skyward Sword Time. Und ich habe beim Zurückgehen hier bei diesem Typi, der uns erklärt hat, wie man hier mit den Wandlungen umgeht, da oben noch ein, ja, etwas gesehen, wo Link eigentlich hinwerfen könnte. Bams. Ja, toll. Habe ich ja viel gesehen. Was sagst du mir jetzt was, nachdem ich alles aufgeräumt habe? Moment, du hast ja gar keine Bombentasche. Ohne Bombentasche kannst du keine Donnerbombe einstecken. Von uns Mogma hat jeder eine. Was? Warum siehst du mich so an? Nein, ich kann dir meine nicht geben. Völlig unmöglich. Mach hier ein paar Felsen kaputt und sei zufrieden damit. Penner. Ja. Werfen, rollen. Ich brauche eine Bombentasche. Und ich habe auch schon alles zerstört, was du mir zum Zerstören gegeben hast. Komm her, sonst zerstöre ich dich. Na gut, egal. Ey, ich komme da nicht mehr zurück. Nos, ich komme nicht mehr, doch. Ich dachte schon. Schreck, lass nach. Wow. Okay, dafür bin ich jetzt hier rüber. Oh, jetzt kommt die scheiß Lava wieder hoch, Mann. Gut, warten wir einen Moment, bis die Lava wieder runtergeht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus mit der Lava hier. Ah, ich muss warten. Ja, ich bin so doof. Komm, Link, wir müssen warten. Boah, jetzt kommt's wieder hoch, Mann. Ja, komm, Alter. Geh auch wieder runter. Ich habe 300 Rubine, da kann ich mir die Extra-Tasche eigentlich holen. Schon wieder. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht schon wieder den Wolkenhort zurückgebe, mir angucke, was durch die zwei Steine da passiert ist, die ich jetzt zurück in den Himmel geschickt habe. Geh hoch. Yippie. Moment, ging's hier weiter? Nee. Du Japaner, ey, linke Japaner. Ging's denn irgendwo anders hin? Nee, ich will mich nicht abhängen. Schieß mich tot, ich komme nirgendwo hin. Vom Körperbau her, aber die Klamotten waren anders, nicht grün wie deine. Hier gibt es viele der roten, blauen, silberne, goldene. Okay, ja. Ja, gut. Interessiert mich aber gerade wenig, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wo ich hin könnte, komme ich nicht hin. Weil mir, ja. Weil ich da keine Donnerblumen habe, da komme ich ja erst dann hin, weil sind die jetzt vor Ulmen oder was? Das ist für ein A. Was mache ich jetzt? Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Nein, gut. Wie soll man die ganze Zeit labern, wenn man nichts zu labern hat? Beziehungsweise man nicht weiß, wohin. Ist das so der Nachteil bei einem Blind, dass man es einfach nicht weiß? Aber das macht es ja auch interessant. Jetzt laufe ich hier rum und ich weiß nicht, wohin. Lalalala, das macht doch gar keinen Sinn. Wo ich hinkommen könnte, war ich doch schon.
Hier komme ich nicht hin, weil ich da einen Stein, eine Blume brauche. Und da komme ich nicht rein, weil ich da hinten das Ding stopfen muss, hier irgendwo. Damit die Lava abfließt von hier Mitte. Von der Mitte. Wie stelle ich das am besten an? Leute, ich bin verwirrt. Da komme ich jetzt rein, aber. Da muss eine Bombe dran, anders geht's gar nicht. Ja, Geld, habe ich nichts dagegen, aber. Mir wäre es lieber, ich würde jetzt den Weg wissen, wie ich da weiterkomme. Was soll der Vorsprung hier? Will der mir sagen, du kommst nicht weiter, oder was? Wow. Da ist auch so ein Dings. Da ist eine Bombe. Ja, ich hab's begriffen, da soll Zelda sein. Mir stellt sich nur die Frage, wie komme ich da hin? Da oben ist doch noch was. Sieht aus wie ein Herz. Ist auch eins. Und da oben ist das ein Rubin? Yep. Da guckt man natürlich auch nur mit dem Käferchen rein, ne? Dennoch stecke ich ziemlich in der Tinte, weil ich nicht weiß wohin. Da brauche ich eine Bombe. Ey, ich kriege eine Krise. So eine Kacke. Ich komme nicht weiter. Das regt mich auf. Ein Part, der unnützer nicht sein kann, weil ich nicht weiß, wohin. Hier hinten braucht man eine, wenn man hier lang will, und hier, wo ich bin, auch. Und da muss man, wenn man hier rein will, hier das Ding irgendwie entstopfen, was hier ist. Ich weiß bloß nicht wie, weil ich hier keine Bombe dafür habe. Und auch keine Bombentasche, also ich frage, woher ich dies kriege. Die müsste man doch erst hier bekommen und dann kriege ich die schon woanders. Bomben kann ich ja schon im Wolkenhort kaufen, aber wo kriege ich dafür die Tasche? Ja, komm, Link. Keine Müdigkeit vortäuschen, ne? Dö, dö. Ach je, das ist so ätzend. Okay. Ja, möchte ich, Mann. Dann gucke ich erstmal, was die zwei Steine bewirkt haben und ja.
Was, ob er mittlerweile beim Bazar da irgendwie Wolkentaschen kriegt oder ob ich jetzt durch diese zwei Steine irgendwas frei bekommen habe da oben im Himmel. Wo man sagen kann, jo, das hat damit zu tun. Hoch mit dir, Vögelchen, hoch mit dir. Ah, da ist was und da ist was. Aber ich gehe erstmal in den Wolkenhort zum Bazar. Ist jetzt näher dran. Ich springe total drüber ab und trotzdem kriegt man diesen. Wo lande ich denn jetzt? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Und hast du mir was zu erzählen? Cookie ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich habe sie gefunden. Ich bin wirklich erleichtert, dass du sie gefunden hast. Ich wusste, du wirst es schaffen, Link. Trottel. Du stehst ja wohl auch auf der Leitung, oder? Dass du mal so gar nichts weißt, ne? Komm, Link, wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Aha. Aha. Er hat in der Tat ein paar neue Dinge. Was haben wir denn da? Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild? Aha. Dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesem Frachtexemplar nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen würdet ihr euch in Acht nehmen. Nö. Gleich. Je nachdem, was du dann noch hast. Da ist doch eine Tasche, das ist bestimmt für Bomben, oder? Deku-Tasche. Oh Mann. Scheiß auf Bombentasche. Nee, warum auch? 10 Deku-Kerne mehr tragen. Ist das nicht ein bisschen teuer? 100 Rubine für 10 mehr? Na gut. Machen wir. Sehen lustig, wenn du gerne die Steuer einsetzt. Ja. Ja. Geschäfte machen, bla bla bla. Ja. Ist mir bewusst. Oh Baby, halt doch mal die Klappe, ja? Gut, dann kaufe ich dir noch das Eisenschild ab. Was soll's? Ja, mach. Zerbricht nicht so leicht und brennt auch nicht. Elektrizität, ja. Ihr seid einfach wundervoll, mein Herr, mein bester Kunde. Ich verstaue das Item in eurer Tasche, werter Herr. Einige Items müsst ihr erst aussuchen. Ja, ich weiß schon. So. Das hat Link wieder ein Schild und gutes. Du bist das angebliche Model, von dem die eine mal geredet hat. Ja, du bist auch so hübsch. Oh. Okay, mal gucken. Vielleicht kann ich ja was machen. Verbessern. Aha. Flächenangriff mit nur einem einzigen Deko-Kern wird dann besserer. Also gibt es auch eine Streuung. Okay, das ist schon mal cool. Monsterklaue Schädel kann man 20. Ah, die kann man verbessern. Ah, das ist ja cool. Okay. Dann ist der Preis gerechtfertigt. Abwehrkraft ist erhöht. Auch nicht schlecht. Groß. Das Netz wird größer und erleichtert so das Fangen von den. Aha, okay. Deswegen habe ich ein rotes und blaues Netz gesehen. Verstehe. Aber da ich alles davon noch nicht habe, nicht wirklich. Nicht so gut gerade. Oh. Kein Problem. Ich komme wieder, wenn ich es überlegt habe. Ach je. Link, lass doch mal das Schwert, das Ding draußen.
Leute, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part von Legend of Skyward Sword. Bye, bye.